Wellness aus der Dusche. Ja. Ein perfekter Duschkopf ist was Schönes. Es geht darum, dass man ja viele Funktionen hat. Mhm. Sogar Entkalkungsfunktionen gibt es bei dem Duschkopf, der etwas mehr kann. Ja, für den Duschkopf, nicht für den, der drunter steht. Wellnessprogramm mit Rain Shower Feeling oder Wassersparfunktion. Wir haben die 5 interessantesten Teile durchgeduscht. Und das sind die Wellness-Teile. Der Marken Rain Shower Duschkopf für 70 Euro. Die Günstig-Version davon in XXL für nur 16 Euro. Der LED-Duschkopf für 30 Euro. Der Mineralperlenkopf für 45. Und die Luxusversion mit Bergkristall für 250 Euro. Und die zwei hier machen jetzt den Praxistest. Abel ist Bundesliga-Wasserballer und Lissy ist Schwimmerin. Die kennen sich also aus. Mir zum Beispiel ist sehr wichtig, dass es ein angenehmer Strahl ist bei Duschköpfen. Wer hat nicht gerne Wellness zu Hause und muss nicht irgendwie extra ins Spa gehen? Der Diplom-Ingenieur Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg weiß, nicht immer halten gerade Wohlfühlprodukte, was sie versprechen. Innerhalb von dieser Idee, ich möchte ein schönes Bad, werden zum Teil Fantasieaufschläge auf die Produkte verrechnet und es werden auch manchmal Eigenschaften hineingeheimst, die es einfach nicht gibt. Wir starten mit dem Markenduschkopf eines deutschen Herstellers für 70 Euro. Sieht stylisch aus. Mit dem Design soll der nicht nur ein angenehmes Rain-Shower-Gefühl erzeugen, sondern auch bis zu 40% Wasser sparen können. Wir haben mit der Stoppuhr gemessen, wie lange wir brauchen, bis unser 5-Liter-Eimer voll ist. Mit der Spartaste sind es 24 Sekunden, ohne 16. Das Teil kann also etwa 34% Wasser sparen, bei ordentlichem Rain-Shower-Effekt. Ob das unsere günstige XXL-Regendusche für 16 Euro auch schafft? Mit 20 cm Durchmesser das größte Modell. Ich bin positiv überrascht. Das Wasser ist super angenehm. Es ist auf jeden Fall viel weicher als mit einem normalen Duschkopf. Und da der so groß ist, wie eine Regendusche, also wie der Hersteller es versprochen hat, fühlt sich super gut an. Wellness-Effekt ist da. Beim Verbrauch die nächste Überraschung. Hier benötigen wir 27 Sekunden, bis unser Eimer voll ist. Spart also, trotz der Größe, fast 40% Wasser. Ein Manko, wegen des hohen Gewichts lässt sich der Duschkopf nicht stabil aufhängen. Unser Experte befürchtet sogar noch anderes. Der Nachteil von solchen großen Tellern kann sein, dass sich hier drinnen Restwasser sammelt. Und bei dieser Zimmertemperatur können sich dann da drinnen unter Umständen auch Keime bilden. Die Lösung? Große Duschköpfe vor dem Gebrauch einfach kurz kalt durchlaufen lassen. Schon sind die meisten Keime wieder raus. Und jetzt wird's bunt. Dieser LED-Duschkopf für 30 Euro zeigt die Wassertemperatur nicht nur digital an, sondern leuchtet je nach Temperatur auch in unterschiedlichen Farben. Sieht dann so aus. Ich war überrascht, dass das mit dem Licht funktioniert hat. Man hat auch erkannt, wie warm das Wasser ist tatsächlich. Das hätte ich auch nicht gedacht. Für Kinder könnte es auf jeden Fall lustig sein. Richtig überrascht hat uns der Eimertest. Über eine Minute konnten wir laufen lassen, bis der voll war. Der LED-Duschkopf spart also fast das Doppelte unserer bisherigen Modelle und wirbt nicht mal damit. Umso mehr Versprechen macht dieser Mineralperlen-Duschkopf für 45 Euro. Der soll bis zu 40% Wasser sparen und mineralisierend sowie antibakteriell wirken. Und noch mehr. Der Hersteller verspricht mir, dass das Wasser entkalkt wird dadurch, dass diese kleinen Steine da drin sind. Ich bin auf jeden Fall skeptisch. Wir auch. Unser Experte misst deshalb mit einem Wasserhärtetest den Kalkgehalt des Wassers mit und ohne Duschkopf. Ergebnis? 2 identische Teststreifen, also gar kein Unterschied. Die Tonperlen können beim Entkalken kaum etwas tun. Wenn das einfach nur hier durchgeströmt wird durch den Handgriff der Dusche, ist die Kontaktzeit viel zu kurz, als dass hier ein nennenswerter Effekt erzielt werden kann. Machen die Mineralperlen denn Wellness? Ich fühle mich jetzt nicht vitalisierter als mit dem Duschkopf davor. Da bleibt auch das Wasser drin. Ich weiß nicht, ob das längerfristig gut ist. Jedenfalls nicht antibakteriell, weiß unser Experte. Das heißt, dass wir dann unter Umständen auch hier ein bakterielles oder ein Keimproblem kriegen. Und das kann auch schon nach wenigen Wochen entstehen. Die Kugeln nur alle 6 bis 8 Monate zu wechseln, wie vom Hersteller empfohlen, dürfte dagegen nicht helfen. Immerhin, eine Wasserersparnis um bis zu 40% konnten auch wir messen.
Nun zu unserem Luxusduschkopf. Für satte 250 Euro ist der aus Vollmetall und komplett recycelbar mit einem Wasserspareffekt von angeblich bis zu 50%. Das Besondere, dieser Bergkristall. Und der kann laut Hersteller wirklich viel. Er spendet Vitalität, er verbessert die Wahrnehmung und er stärkt auch gleich die ganze Persönlichkeit. Das finde ich schon ein bisschen abgedreht tatsächlich. Mal gucken, vielleicht fühlt man sich ja total befreit, wenn man geduscht hat und total energiegeladen. Aber wir sind gespannt, was unser Praxistest zeigt. Piekst ein bisschen auf der Haut, ist halt extremer Sprüh. Regen sozusagen, aber sehr stark. Was aber auch unangenehm ist bei dem, wenn du das jetzt auf warmes Wasser anhast, wird der Griff super heiß. Damit konfrontiert, schreibt uns der Hersteller, dass der Griff isoliert sei und nicht wärmer als das Duschwasser werden könne. Zitat, manche Menschen können das als zu warm empfinden. Übrigens, beim Wassersparen schafft das Teil in unserem Test eine Ersparnis von etwa 30%. Fazit? Für mich ist der absolute Gewinner der mit dem Licht, mit dem LED, weil der einfach kostengünstig ist, super viel Wasser einspart und du trotzdem noch diese Gadgets hast. Für mich ist der hier Platz 1. Also ich finde, das Design sieht jetzt auch nicht schlecht aus und ist auch ein angenehmes Duschgefühl. Platz 2 belegt für beide die XXL-Regendusche für 16 Euro. Also ist zwar billig verarbeitet, aber er erfüllt seinen Zweck, ist angenehm das Duschen, also ist wirklich wie so eine Regendusche. Nicht so gut an kamen bei unserem Testpaar die Mineralperlendusche für 45 und die Kristalldusche für 250 Euro. Spaß beim Duschen kann man auch viel einfacher haben. Zum Beispiel so hier.